Moin Moin und herzlich willkommen in Ralfs Fotobude. Ja, ich hatte die beiden Vollformat-Spiegelreflexkameras Canon EOS 6D und Nikon D600 gegeneinander antreten lassen. Der Test ist fertig. Ein kleines Video hatte ich ja schon ins Netz gestellt, bei dem ich die Kameras vergleiche. Heute möchte ich euch dann die Kameras nochmal individuell vorstellen, bisschen genauer auf die einzelnen Funktionen eingehen. Ja, fange ich an mit der Canon EOS 6D. So sieht sie aus. Ich habe da drauf das 100 mm Makro mit der Lichtstärke 2,8. Ihr seht, hier habe ich dann den Bildstabilisator, den ich da am Objektiv ein- ausschalten kann. Hier die Umstellung von Autofokus zum manuellen Fokus. Das ist einmal hier und dann oben drüber noch eine Besonderheit dieses Objektivs. Ich kann einstellen, ob bei der Fokussierung der volle Bereich genutzt werden soll oder 0,5 bis unendlich oder wenn ich Nahaufnahmen machen möchte 0,3 bis 0,5 Meter. Hat den Vorteil, dass die Autofokusgeschwindigkeit etwas höher ist, weil die Kamera eben nicht mehr den ganzen Bereich absuchen muss. Und das Objektiv ist nun nicht gerade eines der allerschnellsten, was die Autofokusgeschwindigkeit anbelangt. Deswegen sollte man diese Möglichkeit auch tatsächlich nutzen, wenn man Fern- oder Nahaufnahmen macht und möglichst einen schnellen Autofokus haben möchte. Ja, so sieht sie aus. Von oben haben wir einmal hier ein kleines Display, wo die wichtigsten Informationen angezeigt werden. Auf der anderen Seite das Programmwahlrad, den Ein-Ausschalter. Hier oben sind Tasten angeordnet, einmal für die Autofokusfunktion, dann die Einzelbild- oder Serienbildgeschwindigkeit, ISO-Empfindlichkeit und hier kann ich die Messcharakteristik für die Belichtungsmessung einstellen. Dann habe ich noch die Taste, um das Display zu beleuchten und hier vorne befindet sich ein Wahlrad. Ja, auf der Rückseite sieht die Kamera dann so aus, beginnt mit dem Menüknopf Infotaste. Dann ist hier oben einmal der Umschalter, mit dem ich den Live-View einschalten kann. Die Vergrößerungstaste, Wiedergabetaste, Q-Taste zeige ich euch gleich noch, was sich dahinter verbirgt. Sehr praktische Funktion, den Mülleimer, dann das große Wahlrad mit dem Vierwegeschalter und der Set-Taste und hier unten einmal die Verriegelung für dieses Wahlrad, wobei das keine mechanische, sondern eine Software-Verriegelung ist. Das heißt, wenn die auf Lock steht, kann ich hier so lange drehen, wie ich will, da passiert überhaupt nichts. Ja, eingeschaltet wird die Kamera hier oben am Programmwahlrad. Finde ich persönlich ein bisschen umständlich, dass man die da einschaltet. Die Nikon hat das etwas eleganter, die hat das direkt am Auslöser, sodass ich da wirklich ganz schnell die Kamera ein- und ausschalten kann. Ja, ich möchte mal durch die Menüs mit euch gehen. Menü wird einmal hier aufgerufen. Das Menü ist relativ geradlinig und klar angeordnet. Wir haben hier einmal oben die einzelnen Bereiche und dann innerhalb der Bereiche die einzelnen Funktionen nach unten, die sich dann einzeln aufrufen lassen. Logik, die dahinter steckt, wenn ich an diesem Rad drehe, gehe ich innerhalb der Spalte, gehe ich an dem oberen Rad, dann kann ich innerhalb der einzelnen Kolumnen hier wechseln und kann davon dann die entsprechenden Einstellungen wählen. Fangen wir mal mit der vorderen an. Bildqualität, wenn ich hier einmal die Set-Taste drücke, bin ich in der Bildqualität-Einstellung drin. Und auch hier seht ihr wieder, hier ist dieses kleine Rad, das symbolisiert, ich soll vorne drehen. Das heißt, sobald ich vorne drehe, kann ich die RAW-Auflösung verändern. Drehe ich hier hinten an dem Rad, kann ich die JPEG-Auflösung verändern. Die Kamera hat nur einen Speicherkartenplatz. Das heißt, ich kann nicht RAW und JPEG getrennt auf zwei Speicherkarten abspeichern, sondern ich habe nur die eine Speicherkarte, auf der landet alles inklusive Videos, RAW, JPEG etc. pp. So, dann gehe ich damit raus, habe dann hier noch einzelne Möglichkeiten, Auslöser ohne Karte, Rückschauzeit. Ja, und wenn ich jetzt hier durch die Menüpunkte durchgehe, Objektiv, Aberrationskorrektur, externes Blitzlicht, Speedlight nennt sich das bei Canon. Ja, die Kamera selber, EOS 6D, hat keinen eingebauten Blitz. Finde ich persönlich sehr schade, denn so kann ich nicht mal kurz einen Auffällblitz geben, wenn ich ein Porträt mache in einer Gegenlichtsituation oder einfach mal irgendeine Kleinigkeit fotografiere, wo es ein Licht ein bisschen schwach ist. Also ich hätte mir gewünscht, die Nikon hat das, dass die Kamera einen eingebauten Blitz hat.
soll aber wohl für die Profis so ein bisschen diesen Profi-Charakter symbolisieren. Profis nehmen ja eh immer die großen, dicken, fetten Blitze mit. Von daher hat Canon sich gedacht, ist überflüssig, das Ding hier auch noch einzubauen. Übrigens, der Kontrollmonitor, habt ihr natürlich schon gesehen, ist weder klappbar noch ein Touchscreen. Das heißt, ich habe hier einen ganz normalen, fest eingebauten Monitor. Ja, dann geht es weiter mit der Belichtungskorrektur. Wenn ich hier die Set-Taste drücke, dann kann ich hier einfach drehen und die Belichtungskorrektur ausführen. Auch hier seht ihr schon wieder das kleine Drehrad hier unten und das symbolisiert mir, dass ich hier noch zusätzlich eine Belichtungsreihe aktivieren kann. Das heißt, wenn ich an dem Drehrad einmal drehe, seht ihr, hier unten gehen die Balken auseinander. Würde ich jetzt eine Belichtungsreihe mit einer Blende Abstand machen, das Ganze kann ich dann nochmal nach links oder rechts verschieben mit einer Belichtungskorrektur und kann so eben sehr gezielt meine Belichtungsreihen machen. Dann habe ich hier ISO-Empfindlichkeiten-Einstellungen. Hier kann ich festlegen, in welchem Bereich sich die ISO-Empfindlichkeit bewegen soll. Wenn ich jetzt hier einmal drauf gehe, kann ich sagen, Minimum soll 100 sein und Maximum einmal die Set-Taste gedrückt und gedreht und dann seht ihr, 25.006 ist die erste hohe, dann High 1 ist 51.200 und dann gibt es noch High 2 mit 102.400 ISO. Das ist dann die allerhöchste ISO-Empfindlichkeitsstufe, den die Canon hat. Wie gesagt, ich kann hier festlegen, welcher ISO-Bereich verwendet werden soll, damit ich nicht versehentlich auf einen zu hohen ISO-Bereich gehe, um dann eben ein starkes Bildrauschen zu bekommen oder um eben die Bildstörungen zu verhindern. Das Gleiche funktioniert dann eben auch entsprechend im Auto-ISO-Bereich. Auch da kann ich sagen, ich möchte von 100 bis beispielsweise dann eben nur, sagen wir mal, 3200 gehen, dann würde die Kamera eben entsprechend nur diesen Bereich wählen im Auto-ISO-Bereich. So, minimale Verschlusszeit kann ich dann auch noch festlegen und dann gehe ich wieder zurück ins Menü. Ja, Weißabgleich, Custom-Weißabgleich sind die nächsten Funktionen. Bildstil kann ich hier festlegen, das geht über Porträtlandschaft neutral. Selbstverständlich kann ich hier unten auch drei individuell festgelegte Konfigurationen mehr festlegen. Dann habe ich Rauschunterdrückung bei Langzeitbelichtung, High ISO, Staublöchdaten kann ich festlegen. Weiter geht es dann mit Live-Bildaufnahme, ob die aktiv sein soll oder nicht. Autofokus-Messmethode, Gitteranzeige, Seitenverhältnis. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte nur Bilder machen, die ich auf meinem Flachfernseher wiedergeben möchte, kann ich hier dann sagen, ich möchte im 16:9 Format aufnehmen. Das heißt, ich sehe dann auch gleich schon das richtige Seitenverhältnis auf dem Display hier hinten bei der Aufnahme, muss nachträglich in Photoshop nichts mehr beschneiden oder bearbeiten. Ja, weiter geht es dann mit einem leisen Live-View-Aufnahmemodus, verschiedene Wiedergabemöglichkeiten, die ich hier habe. Dann kommen die Setup-Einstellungen, wo ich Ordner wählen kann, Dateinummern, festlegen kann, ob die Kamera das Bild automatisch drehen soll, die Autoabschaltzeit, LCD-Helligkeit, Datum, Uhrzeit, Sprache. Hier unten habe ich die Möglichkeit, die 6D ist mit einem GPS-Empfänger ausgestattet und hier kann ich dann festlegen, dass ich das interne GPS aktivieren möchte. Ich habe die Möglichkeit, hier noch über ein Setup festzulegen, ob die Uhrzeit automatisch darüber abgerufen werden soll, ob es eine GPS-Aufzeichnung geben soll, sprich, ob der Weg, den ich mit der Kamera während meines Fotoshootings zurücklege, aufgezeichnet werden soll. Die Daten kann ich mir dann später auf einer Karte Google Maps beispielsweise angucken. Das ist in meinem Test auch einmal aufgezeigt, wie das geht. Funktioniert sehr einfach, ist eine sehr nette Funktion und ist auch sehr einfach zu aktivieren. Also von daher nettes Feature, nette Funktion und macht Spaß, damit zu arbeiten. Ja, dann geht es weiter. Videosystem PAL. Was ich dann hier noch habe, ist die WLAN-Funktion. Wenn ich die WLAN-Funktion aktiviere, habe ich verschiedene Möglichkeiten, was ich machen kann. Ich kann die Kamera verbinden über verschiedene Wege. Einmal über ein vorhandenes WLAN-Netz. Ich kann die Kamera direkt mit einem Mobile-Device verbinden und eine Fernauslösung machen. Ich kann Bilder direkt auf den Mobile-Device kopieren.
allerdings zurzeit nur in geringer Auflösung, 1920x1080. Ist ein kleines Manko, das heißt, ich kriege die Bilder so ohne weiteres nicht in voller Auflösung auf ein iPad, iPhone zur Bearbeitung rübergezogen. Das funktioniert leider so auf diesem Wege nicht. Aber auch hier eine ganz nette Funktion, mit der ich so einiges machen kann und die mir einige Möglichkeiten bietet. Ich deaktiviere das mal wieder. So. Dann habe ich hier noch Sensorreinigung, dann Akkuladung, Copyright-Informationen, Firmware und dann kommen unsere beliebten Individualfunktionen, die ich habe, wo ich dann also festlegen kann, welche Einstellstufen in der Belichtung ich haben möchte, welche ISO-Einstellungen ganz oder ein Drittel stufig. Bracketing-Methoden, da kann ich zum Beispiel sagen, welche Reihenfolge unter, über und mit der richtigen Belichtung beginnen. Dann habe ich die Anzahl, wie viele Aufnahmen gemacht werden sollen. Ich hatte das eben gesehen, dass wir dabei 3 sind. Ich kann auch 5 oder 7 Aufnahmen beim Bracketing machen lassen. Und Safety Shift ist die Frage, ob die Kamera auslösen soll, wenn bestimmte Werte überschritten oder unterschritten werden. Das heißt also, soll sie in jedem Fall auslösen oder nicht auslösen. So, dann gehe ich hier mal wieder zurück in die nächste Einstellung. Das ist dann die Autofokus-Einstellung. Da kann ich sagen, ob der Autofokus schnell oder langsam arbeiten soll. Zum Beispiel bei Live-View-Filmaufnahmen. Nachführbeschleunigung kann ich festlegen. Servopriorität. Also hier habe ich noch diverse Einstellmöglichkeiten, den Autofokus auf meine Vorstellungen zu konfigurieren. So, dann geht es weiter mit Operation und weiteres. Und hier sind jetzt genau die Sachen, was ich schon sagte. In welche Richtung soll das Drehrad arbeiten? Dann kommt als nächstes, wie die Mattscheibe, was mit der Mattscheibe passieren soll, was da angezeigt werden soll. Ja, und hier eben, welche Sperre ich mit diesem Lock hier unten machen kann. In dem Fall habe ich nur das Schnellwahlrad damit gelockt. Ich kann aber auch das Hauptwahlrad und den Multicontroller, also sprich diesen 4-Wege-Schalter locken. Das heißt, wenn ich dann hier die Taste rüberschiebe, sind alle Funktionen sozusagen blockiert. Kann ich hier individuell mehr festlegen. Dann kann ich festlegen, welche Warnungen mir angezeigt werden sollen in verschiedenen Situationen. Und jetzt kommt das Entscheidende, hier kann ich jetzt alle möglichen Tasten mir noch individuell belegen. Das heißt, ich kann jede Taste der Kamera individuell mir nochmal festlegen und kann verschiedene Funktionen damit aufrufen und kann die wirklich mir so individualisieren, wie ich das gerne haben möchte. Ihr seht hier zum Beispiel, dass ich hier auf dieser Taste zum Beispiel die elektronische Wasserwaage habe, die ich dann aufrufen kann. Die wird dann auch im Sucher übrigens angezeigt. Ganz wichtige Funktion. Man kann sich die elektronische Wasserwaage im Sucher anzeigen lassen. Und zwar ist das dann so, dass das dann über so eine Balkengeschichte angezeigt wird, wie das aufgerufen wird, wie das eingestellt wird. Das könnt ihr in meinem Test nachlesen. Da steht das ganz genau drin. Ist eine Funktion, die nicht jeder kennt. Die viele denken, die Wasserwaage wird nur hier hinten drauf angezeigt. Nein, die wird auch im Sucher über das Balkendiagramm angezeigt. Wie gesagt, im Test steht drin, wie man das aktiviert und wie das aufgerufen wird und welche Funktionen man dazu aktivieren muss. Ja, das ist das Menü. Nun möchte ich natürlich nicht, wenn ich verschiedene Einstellungen vornehmen möchte, jedes Mal über das Menü gehen. Ist viel zu umständlich, ist viel zu aufwendig. Deswegen gibt es eben für bestimmte Funktionen schon individuelle Tasten. Ganz klar, ISO-Empfindlichkeit, Autofokus und Drive, das sind die Sachen, die hier oben sind. Das heißt, wenn ich hier auf die Autofokus-Taste drücke, dann kann ich festlegen, ob ich für eine Einzelauslösung oder ob ich Autofokus-Verfolgung haben möchte, das heißt für bewegte Objekte oder einen intelligenten Autofokus, der dann jeweils springt. Je nachdem würde ich nicht empfehlen. Ich würde immer empfehlen, mich festzulegen und zu sagen, was ich gerne will.
Dann gibt es hier noch die Drive-Funktion. Hier kann ich dann einmal festlegen, Einzelaufnahme, Serienbildaufnahme, leise Einzelaufnahme und leise Serienaufnahme. Da ist die Kamera dann ein klein bisschen gedämpft, was das Spiegelschwingen anbelangt. Und dann habe ich Selbstauslöser 10 und Selbstauslöser 2 Sekunden. Wie gesagt, das geht hier oben. Und als letzte Direktwahlfunktion oder vorletzte habe ich die ISO-Empfindlichkeit. Völlig klar, rufe ich auf, Drehrad drehen, Auto oder eben den entsprechenden Wert einstellen, Set-Taste drücken. Ja, und als letztes ist dann hier die Messmethode für die Belichtungsmessung. Da kann ich zwischen Mehrfeld, Selektivmessung, Spotmessung und mittenbetonte Messung wählen. Standard ist die Mehrfeldmessung, die ich für alle Standardaufnahmen empfehlen würde. Gut, und dann gibt es noch als letztes hier die Beleuchtung des Displays. Da kann ich dann, wenn es düster ist, das Display beleuchten. Tastenbeleuchtung, ich weiß, ich mecker wieder, gibt es auch bei der 6D nicht. Liebe Hersteller, macht endlich mal eine Tastenbeleuchtung. So eine Kamera im Dunkeln zu bedienen, ist ein Graus, ohne dass die Tasten beleuchtet sind. Die anderen Funktionen kann ich super einfach und super schnell über die Q-Taste wählen. Das heißt, ich habe hier hinten auf dem Display meine ganzen Funktionen. Ich drücke einmal die Q-Taste. So, und dann wird hier ein bestimmtes Feld gehighlightet. Und jetzt brauche ich letztendlich nur auf ein Feld gehen, was ich verändern möchte. Und dann mit einem Dreh am Hauptwahlrad kann ich den Wert einstellen. Schneller, einfacher geht es kaum. Das gleiche ist dann hier für die Belichtungskorrektur. Auch hier zack, 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 einfach gedreht und schon habe ich die Belichtungskorrektur. Möchte ich beispielsweise den Bildeffekt ändern, gehe ich auch hier einfach drauf, drehe und dann zeigt er mir unten an, welches ich habe. Porträt, Standard, Auto etc. pp. Einfacher geht es eigentlich nicht mehr. Und das gleiche gilt dann eben auch beim Autofokus. Hier kann ich dann festlegen, ob ich einmal die manuelle Wahl haben möchte oder wenn ich die Set-Taste drücke, die automatische Wahl. Ihr seht, wie viele Felder hier sind. Das beschränkt sich auf die Mitte. Ich finde es persönlich ein bisschen wenig Felder. Ich hätte mir ein paar mehr Felder gewünscht. Gerade in die Ecken rein hätte ich mir ein paar mehr Felder gewünscht. Aber gut, das ist eben so und damit muss man sich abfinden. Es gibt nachher, zeige ich euch gleich, in der Live-View-Vorschau die Möglichkeit, da noch etwas gezielter zu arbeiten. Wenn ich durch den Sucher gucke, möchte ich natürlich das Autofokusfeld auch verändern. Und das mache ich einfach, indem ich hier oben die Autofokusfeld-Taste einmal drücke. Und dann habe ich die Möglichkeit, ihr seht das jetzt hier hinten drauf, was ihr dann aber auch im Sucher als kleine rote Felder seht. Das heißt, ich drücke hier einmal und kann dann über die Taste ganz individuell auswählen, welches Autofokusfeld ich haben möchte. Wie gesagt, das seht ihr auch genauso hier oben, indem ihr einmal diese Taste drückt und das dann hier über den 4-Wege-Schalter das Autofokusfeld genau an die Position verschiebt, an die ihr das gerne haben möchtet. Ja, also Q-Taste, eine tolle Funktion, sehr einfach zu bedienen. Schöner wäre es natürlich noch wie bei der 650D, wenn das Ganze mit einem Touchscreen kombiniert wäre, sodass ich die Q-Taste einmal hier nur antippe, auf den entsprechenden einzustellenden Wert drauf ticke und es dann mache, geht eben leider nicht. Finde ich persönlich schade, denn die 650D ist ja weniger Profi und hat in dem Punkt zumindest etwas mehr Ausstattung. Ihr seht, hier unten ist eigentlich auch schon dieses Q-Feld sozusagen drauf, sodass man eigentlich da schon versucht ist, mit dem Finger drauf zu tippen und quasi den Touchscreen zu aktivieren. Funktioniert nicht. Ja, hier oben jetzt ganz entscheidend die Taste für den Live-View. Wenn ich da drauf drücke, schaltet die Kamera in den Live-View um. Das heißt, die Kamera klappt einmal den Spiegel nach oben und ich sehe quasi jetzt das Bild, was direkt auf den Sensor fällt und habe jetzt die Möglichkeit, hier den Autofokuspunkt ganz individuell bis ganz, ganz stark an die Kante zu schieben. Ihr seht, bis ganz an den Bildrand geht es nicht. Das ist sozusagen die äußere Ecke, die ich habe und die ich markieren kann. Und wenn ich jetzt hier den Auslöser einmal kurz anticke, dann stellt die Kamera darauf scharf, symbolisiert das durch das grüne Rechteck, das die Kamera darauf scharf gestellt hat. Ja, möchte ich manuell fokussieren, schalte ich einmal vorne einfach an der Kamera hier vorne auf manuellen Fokus um. Zack.
gehe dann hier hinten drauf und habe dann die Möglichkeit, hier vorne einfach durch manuelles Fokussieren scharf zu stellen. Drücke ich die Lupentaste, habe ich zusätzlich noch eine Vergrößerung, die bis zu 10-fach ist, sodass ich also, wenn ich Makrofotografieren möchte oder Teleaufnahmen mit einem starken Tele machen möchte, tatsächlich sehr, sehr präzise. Ihr seht hier, das ist die Stoffstruktur meines Handys, die ihr jetzt hier seht. Da kann ich also tatsächlich super präzise scharf stellen. Und den Ausschnitt kann ich natürlich selbstverständlich hier einfach verschieben. Ihr seht, jetzt gehe ich auf die andere Seite oder gehe hier runter weiter unten auf meinem Hemd. Habe also da die Möglichkeit, den Ausschnitt, den ich haben möchte zum Fokussieren, kann ich ganz individuell verschieben. Ihr seht hier unten das kleine Rechteck, wie das wandert. Und in der ersten Vergrößerung wandert das natürlich auch. Ich habe also hier bei der einfachen Vergrößerung den Rahmen. Und den kann ich dann im manuellen Fokussieren auch tatsächlich bis komplett an den Rand schieben und habe da also die Möglichkeit, wirklich sehr fein und sehr gezielt zu arbeiten. Ja, auslösen tut die Kamera natürlich auch in diesem Modus. Einziger Haken dabei, es dauert ein kleines bisschen länger, weil der Verschluss natürlich erstmal wieder vor den Sensor geschoben und gefahren werden muss. Der Sensor muss quasi einmal kurz resettet und ausgelesen oder gelöscht werden und dann beginnt erst die eigentliche Aufnahme. Dauert deswegen ein kleines bisschen länger als im normalen Modus, im Nicht-Live-View-Modus. Ja, ihr seht hier oben dann auch noch einen kleinen Umschalter zwischen Kamera und Film und genau das kann ich hier einmal machen. Wenn ich jetzt hier in den Filmmodus umschalte, geht die Kamera automatisch in den Live-View-Modus, 16:9 Darstellung, Full HD mit 24 oder 25 Vollbildern pro Sekunde und ja, damit kann ich dann ganz normal filmen, manuell einstellen und fokussieren. Jein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das Filmen mit Spiegelreflexkameras macht mir keine große Freude, weil der Fokus kommt sehr relativ langsam nach. Eigentlich muss man das vom Stativ und mit dem Rack machen, also sprich Kamera in Rack einbauen, wo ich dann mit großen Drehrädern manuell fokussiere und wenn ich ein Zoom-Objektiv habe, dann eben auch manuell zoomen kann. Dann macht das super Spaß, weil das, was ihr hier natürlich an Tiefenschärfe oder Schärfentiefe seht, das ist auch im Film. Das heißt, ich kann wirklich ganz präzise auf den Punkt fokussieren, Vordergrund unscharf, Hintergrund unscharf. Das ist eine Sache, die ich mit einem normalen Camcorder oder einer Kompaktkamera beim Film niemals erreichen kann. Also von daher, filmen ja, aber es ist nicht einfach draufhalten, loslegen und schon geht die Post ab. Vor allen Dingen nicht mit bewegten Motiven, vor allen Dingen nicht, wenn man zoomen will. Es ist diffizil, aber es macht Spaß, wenn man sich damit beschäftigt. Und man muss sich damit beschäftigen. Ja, dann gehen wir hier wieder raus aus dem Live-View-Modus und gehen einmal in den Kameramodus rein. Nochmal ein, zwei Sätze hier oben zu dem Programmwahlrad. Das Programmwahlrad hat natürlich die ganz normale Einstellung P. Dann hat es Zeitblendenvorwahl, manuelle Einstellung, Langzeitbelichtung, zwei individuelle Funktionen, die ich mir individuell zusammenstellen kann. Dann habe ich hier den Szenenmodus. Das funktioniert so, indem ich dann einmal hier auf die Set-Taste drücke, auf die Q-Taste drücke und dann bin ich hier im Porträt und durch Drehen an dem großen Wahlrad kann ich dann die einzelnen Funktionen mir wieder aufrufen. Wenn ich hier zum Beispiel Landschaft habe, kann ich dann einmal runtergehen und kann dann auch hier nochmal sagen, ich möchte monochrom oder ich möchte lebendig oder weich oder warm einstellen oder kräftig, Landschaft mit kräftigen Farben und habe hier die Möglichkeit, das Ganze dann nochmal mit den einzelnen Beleuchtungen festzulegen, kann also sagen, ich möchte Standardweißabgleich oder ich möchte Abendlicht haben und dann möchte ich hier noch vielleicht eine Serienbildfunktion haben. Habe also da wirklich die Möglichkeit, das alles nochmal ganz individuell für die einzelnen Sachen festzulegen. Finde ich sehr übersichtlich, sehr einfach gemacht, sodass man da also wirklich sehr schön und sehr schnell auswählen kann. Ja, dann geht es weiter mit der Funktion CA. Das sind sogenannte Kreativautomatiken. Auch hier wieder, wenn ich hier die Taste drücke, dann habe ich hier meine einzelnen Lichtsituationen, die ich aktivieren kann.
und habe hier nochmal die Möglichkeit, verschiedene Vorder-Hintergrund-Unschärfe zu machen. Also auch da nochmal zusätzlich einige interessante Funktionen, die ich hier nutzen kann. So, und als letztes habe ich selbstverständlich dann hier oben noch die grüne Automatik. Die grüne Automatik, da macht die Kamera alles selber. Das heißt, da habe ich eigentlich mit Motiverkennung, mit allem drum und dran, da muss ich mich um nichts mehr kümmern. Kamera macht alles automatisch. Das ist sozusagen alles selbsterklärend. Das Einzige, wo ich noch wählen kann, ist Serienaufnahme oder Einzelaufnahme. Das ist im Prinzip das, wo ich da nochmal zwischen einstellen kann. Und ansonsten war es das. Ja, das ist im Prinzip die Canon EOS 6D. Wir haben hier an der Seite noch den Anschluss für die Fernbedienung. Mach das einmal auf, diese Abdeckung, wenn ich sie dann aufkriege. Aber ich gehe mal davon aus, dass ich sie aufkriege. Genau, einmal hier unten. Hier habe ich dann einmal den Anschluss für die Fernbedienung, einen Anschluss für das Mikrofon darunter, AV-Out für Analog und HDMI für Digital-Out. Mikrofon anschließen sollte man in jedem Fall, wenn man eine vernünftige Aufnahme machen möchte, denn die Kamera nimmt nur im Mono auf. Ihr seht, hier ist ein Mikrofon und auf der anderen Seite ist kein Mikrofon. Das heißt also, die Aufnahme erfolgt bei der 6D im Standard mit dem eingebauten Mikrofon in Mono. Ja, was die Bildqualität anbelangt, das könnt ihr euch im Test bei mir auf meiner Internetseite und auf Flickr angucken, www.ralfsfotobude. Ich persönlich finde die Canon EOS 6D eine sehr schöne Kamera. Mir hat sie sehr viel Spaß gemacht zu fotografieren. Ich finde die Bedienung durchdacht. Ich finde die Anzahl der Knöpfe so, dass man gut damit zurechtkommt und keine Probleme hat, sich zurechtzufinden und muss sich nicht jedes Mal einarbeiten. Liegt gut in der Hand, gibt noch einen Batteriepack, den man drunter setzen kann, gibt diverse Blitze, natürlich Unmengen an Objektiven von bis Standardbrennweiten, Festbrennweiten, Zooms von Fremdanbietern und so weiter. Ja, alles in allem finde ich eine sehr schöne Kamera, die mir sehr viel Spaß gemacht hat, die auch im hohen ISO-Bereich noch eine sehr gute Bildqualität abliefert. Also ich kann da durchaus bis 25.6, 12.800 sowieso hochgehen und habe immer noch eine durchaus ansprechende Bildqualität mit geringen Bildstörungen. Arbeite ich im RAW-Modus, dann kann ich natürlich noch viel, viel feiner ausarbeiten als im JPEG-Modus, so wie ich meine Tests mache. Das ist ganz klar, da kann ich mit Lightroom Photoshop dann nochmal ganz individuell an die Aufnahmen rangehen und nochmal das allerletzte rauskitzeln. Ja, wie gesagt, super hohe Bildqualität. Er liegt auf einem extrem hohen Niveau und für eine Kamera der Preisklasse inzwischen gut unter 2000 Euro das Gehäuse. Wirklich eine sehr, sehr schöne Kamera. Was ich mir wünschen würde, wäre tatsächlich der eingebaute Blitz und ein Kontrollmonitor, der mindestens ein Touchscreen ist, am liebsten allerdings klapper wie bei der 650D. Ja, schaut euch den Test an bei mir auf www.ralfsfotobude. Die Bilder gibt es auf Flickr zu sehen, da sind alle möglichen Testbilder. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei mir vorbeischaut, www.ralfsfotobude, und bis dahin, moin moin!